Hallo, da ist der Steine Chris, Scum 05 mit der Susi. Heute geht's mal ans Kochen. Wir fangen zunächst mal an mit den Lagerfeuern. Ich mache jetzt zunächst mal ein einfaches. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Wir brauchen hierzu 5 Stöcke. Die habe ich hier schon da. Die packen wir jetzt da noch schnell rein und ein Papier vorzugsweise, weil es das günstigste ist. Also man könnte auch Schießpulver oder dergleichen hernehmen. Als Alternative werde ich jetzt dann noch schnell das größere Lagerfeuer aufbauen, wo man dann noch 5 Steine dazu braucht und Holz. Das habe ich auch schon alles vorbereitet. Und danach werden wir mal was kochen. Los geht's jetzt hier mit 2 Geflügel, die ich uns schon mal vorbereitet habe. Die zerteilen wir jetzt noch ganz schnell. Das habe ich ein bisschen geschnitten, dass wir nicht gar so lange warten müssen. Nur, dass ihr wisst, wo das Fleisch herkommt. Wir nehmen jetzt hier einen Spieß her. Bei dem Spieß werden andere Materialien auch noch angezeigt, wie Öl, Salz, Gewürze. Die brauchen wir hierfür aber nicht und auch das Fett nicht. Sondern wir nehmen jetzt einfach lediglich einen langen Stab her und packen alles auf diesen langen Stab drauf. Den Stab kann man mit einem Fleisch machen oder bis maximal 3. Es ist immer das gleiche Schaubild, was man hier unter Nahrung findet mit dem Spieß. Der wird dann so fertig erstellt. Wenn der Spieß dann fertig ist, liegt er wieder vor unserem Boden. Wir nehmen ihn dann in die Hand und drehen uns parallel zu dem Feuer hin, dass wir einen Abstand sehen können. Jetzt nehmen wir einfach das Mausrad und drehen mit dem Mausrad den angedeuteten Spieß so hin, dass er ungefähr eine Handbreit, also der Mauszeiger geht dann in so einen Handmodus, dass man den ungefähr von dem Boden der Feuerstelle und der Spitze von dem Fleischspieß entfernt ist. Wenn das passiert ist, könnte man jetzt schon anfangen zu kochen. Ich mache noch schnell den zweiten Spieß fertig und positioniere den Spieß bei der steinernen Feuerstelle. Da müssen wir nämlich tatsächlich ein bisschen weiter weggehen. Da stellen wir uns jetzt auch wieder so hin, dass wir beides gut sehen können. Hier sollte der Abstand ungefähr einen von diesen kleineren Holzscheiten sein. Also wenn man sich den mit der Maus wieder so parallel quer dazu hindreht, dann sollte der zwischen die Feuerstelle und der Fackel, also dieser Fleischspießspitze passen. So ungefähr. Kann sein, dass man es hinterher noch mal ein bisschen nachjustieren muss. Das muss man sich dann einfach während dem Kochen angucken, aber nur mal, dass das Fleisch nicht gleich verbrennt. Ich habe jetzt hier das Feuer schon mal angemacht. Jetzt gehen wir hier mit dem rechten Mausklick drauf und sagen Test, Taste und machen das immer wieder. Und jetzt, so wie es hier ist mit Burning, müssen wir diesen Spieß ganz schnell nochmal ein bisschen umsetzen. War die falsche Taste. Das heißt, wir nehmen den wieder in die Hand und setzen ihn noch ein Stück weiter raus und wiederholen das ganze Spiel nochmal. Also Handbreit war dann doch ein bisschen zu knapp. Wir prüfen jetzt dann nochmal mit Rechtsklick, wie es sich verhält. Also wir müssen einmal aus dieser Tab-Ansicht rausgehen. So, hier steht Raw und Hot and Cooked, das heißt, der ist schon fertig. Wir hatten jetzt richtig Glück gehabt, also es ging doch recht schnell. Dann packen wir den jetzt mal schnell rein. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal bei dem Großen. Also wenn das Ding verbrennt, dann leidet halt auch die Fleischqualität so ein bisschen. So, dann machen wir das hier jetzt an, schauen uns mal, wie es hier jetzt aussieht. Sagen hier wieder Taste. So, hier haben wir es nur warm, das heißt, wir müssen hier tatsächlich jetzt den Spieß nochmal umsetzen. Wir setzen ihn also jetzt ein bisschen näher Richtung Feuer hin. Klein bisschen bloß. Und prüfen jetzt nochmal nach, wie sich das Ganze verhält. So, jetzt sind wir schon auf Hot. Hot ist gut. Und prüfen das jetzt auch immer wieder. Können hier nochmal gucken, wie sich die Qualität ändert. Ist immer noch hot. Also es dauert halt ein bisschen.
Aber der Abstand scheint jetzt gut zu sein. So, und jetzt haben wir hier schon slightly cooked. Das heißt, jetzt kann es gar nicht mehr lang dauern. Dann steht unten dann cook dort. Wir können hier noch mal gucken, wie es in der Einstellung aussieht. So, und jetzt heißt cooked. Jetzt können wir schon wegnehmen. Das heißt, der Spieß, der war jetzt uns besser gelungen wie der erste. Also man darf halt nicht zu nah rangehen, also nicht den Spieß über das Fleisch hängen, weil sonst hat man wahrscheinlich hinterher nur noch Kohle. Momentan macht es anscheinend noch nicht sehr viel aus im Spiel, aber wenn das irgendwann gepatcht wird, dann wäre es schlecht. Ja, das Feuer können wir löschen, indem wir einfach so eine Wasserflasche hernehmen und die drüber auskippen. Man muss die Wasserflasche komplett entleeren, also nur mal so andeuten reicht nicht, sondern das muss einmal komplett drüber laufen, dann geht es auch aus. Das machen wir jetzt schnell bei beiden Feuern. Und dann sind die auch wieder aus. Vielen Dank euch. Ciao.